Diesmal ging es nicht ans VR-Rutschen, sondern VR-Schnorcheln. Also das ist mir was ganz Neues gewesen. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Und ja, jetzt habe ich es ausprobiert und ich bin ganz froh, dass ich auch noch angeschnallt worden bin. Da ist ein Sandsack am Boden und da muss man rangeklippt werden, was ganz gut ist, weil man das Gefühl für Zeit und für Richtung und für die Größe, für all das komplett verliert und einfach an Ort und Stelle bleibt, man sich aber trotzdem rechts und links bewegen kann, um dann die wahnsinnig schönen Bilder zu sehen, die einem hier geliefert werden. 5 Minuten lang sieht man so Buntes, man sieht Fische, man sieht das Riff und es ist alles, da ist dann Lila drin, da ist Rosa drin, da ist Grün drin, da ist ganz viel und Orange. Also es ist total schön. Und dann kommt der Moment, wenn man dann vom Riff ins offene Meer hineingeströmt wird. Das ist so abgefahren, dieses Gefühl, weil man sich dann plötzlich in diesem tiefen Meer, in dieser Schlucht befindet. Und dann kommt der Hinweis, dass man jetzt gleich Wale sehen müsste, weil die Geräusche auch kommen. Und die sind riesengroß. Also so einen kleinen Schreck habe ich bekommen und habe die Arme dann auch angezogen und die Füße. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe am Ende dieser 5 Minuten einfach Ballast abgeworfen. Das ist toll.